wieder was Schönes zu einer Serie, und zwar zu Walking Dead. Wer diese Serie nicht kennt oder die nicht so gerne mag, der kann diese Cupcakes, die ich hier mache, natürlich auch super gut für Halloween benutzen. Und da es ja wie in der Serie und auch zu Halloween ja schön blutig zugeht, habe ich mich dafür entschieden, hier Red Velvet Cupcakes zu machen. Und dazu dann so eine klassische Frischkäsecreme. Denn ich finde, zu diesen Red Velvet Cupcakes passt immer super gut diese Frischkäsecreme. Die Links zu den Grundrezepten habe ich euch natürlich in die Videobeschreibung mit reingestellt. Und ich habe natürlich bei beiden die Menge für 12 Cupcakes genommen. Jetzt wollen wir die ganzen Cupcakes natürlich noch dekorieren. Und da ist es immer ganz gut, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Cupcakes macht, dass ihr zum Beispiel die Deko dann schon mal macht, während die Cupcakes im Ofen sind und dann abkühlt. Denn diese Frischkäsecreme ist ja mit Butter gemacht und die solltet ihr wirklich erst dann machen, wenn die Cupcakes schon abgekühlt sind, damit ihr die dann auch direkt dann auf die Cupcakes aufspritzen könnt. Für die Deko habe ich mich ja jetzt für so Gehirne entschieden und Waffen und natürlich Patronen, weil das braucht man natürlich alles bei einer Zombie-Apokalypse. Und um das auch noch zu Walking Dead dann passend zu machen, natürlich auch den Hut. Die ganzen Formen hier von den Gehirnen, den Waffen und den Patronenhülsen, die habe ich bei Amazon gefunden. Die gibt es auch recht günstig da und ich finde, das ist eigentlich ganz witzig. Eigentlich sind es Eiswürfelformen, aber die kann man natürlich benutzen, für was man gerne möchte. Ich mache da jetzt Schokolade rein. Und die muss dann natürlich auch erstmal nochmal für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank dann, damit die natürlich auch ordentlich aushärten kann und wir die dann hinterher auf die Cupcakes drauflegen können. Für die Gehirne habe ich mir hier von den Candy Melts von Wilton die rosanen genommen, oder pinken, weil die haben hier so eine richtig schöne Gehirnfarbe, könnte man so sagen. Und für die Waffen und die Patronenhülsen habe ich mir jetzt schwarze Candy Melts auch schon mal geschmolzen. Das macht ihr dann einfach über dem Wasserbad oder in der Mikrowelle, das könnt ihr euch dann aussuchen. Und dann befüllen wir jetzt natürlich erstmal unsere ganzen Formen damit, damit die schon mal in den Kühlschrank können. Von der Menge her müsst ihr dann gucken, wie viel ihr von was dann gerne machen möchtet, ob ihr jetzt mehr Gehirne machen möchtet oder Patronenhülsen oder auch die Waffen. Dementsprechend müsst ihr euch dann natürlich die Candy Melts schmelzen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt nur zwei Gehirne haben, dann braucht ihr natürlich nicht ganz so viel. Wenn ihr aber mehr machen möchtet von den Gehirnen, dann braucht ihr natürlich mehr davon oder eventuell auch noch eine zweite davon. Die kosten wirklich nicht viel. Die Links stelle ich euch zu diesen Förmchen natürlich auch nochmal unten in die Videobeschreibung mit rein, damit ihr die auch finden könnt bei Amazon. Ja, und ich befülle mir die jetzt erstmal. Wenn ihr euch die Form befüllt habt, ist es immer ganz gut, wenn ihr die so ein bisschen runterklopft, damit ihr dann so eine schön glatte Oberfläche bekommt. Wenn ihr das dann soweit habt, kommen die natürlich erstmal in den Kühlschrank für mindestens eine halbe Stunde. Die können auch ruhig ein bisschen länger drin bleiben. Diese Candy Melts werden aber relativ schnell hart, darum geht das immer ganz gut. Und ihr solltet euch auch so ein klein bisschen, das muss wirklich nicht viel sein, so ein bisschen aufbewahren, zumindest von dem schwarzen Candy Melts. Denn wer möchte, kann sich die hier hinterher nämlich zusammenkleben, damit das auch wirklich komplette Patronenhülsen sind und nicht nur so halbe. Das hier solltet ihr natürlich nicht in den Kühlschrank stellen, dann wird das ja hart. Und das soll es ja natürlich nicht. Das heißt, die kommen in den Kühlschrank, die kommen dann erstmal beiseite. Und falls sie doch ein bisschen hart geworden sein sollten, die Reste in der Schüssel, dann stellt man die nochmal ganz kurz in die Mikrowelle oder übers Wasserdampf. Und dann kann man das damit gut zusammenkleben. Jetzt wollen wir natürlich noch diese Cowboy-Hüte machen. Dafür nehme ich mir jetzt Marzipan. Und das färbe ich mir jetzt zum Teil braun ein. Dafür nehme ich mir wieder diese Wilton Lebensmittelfarbpaste. Teilen wir das dann natürlich erstmal, damit ich so einen kleinen Teil mit hellem Marzipan habe und den anderen Teil färbe ich mir braun ein. Hier reicht dann meistens so eine Messerspitze oder von einem Löffel halt der Stiel so ein kleines bisschen. Mehr braucht ihr eigentlich nicht, um diesen kleinen Klecks da einzufärben. Es kommt natürlich immer darauf an, wie dunkel ihr das haben wollt, aber die sind wirklich sehr ergiebig und bei dem bisschen Marzipan braucht ihr wirklich nicht viel davon. Das verknetet ihr dann natürlich ordentlich, bis das gleichmäßig braun ist. So, und dann formen wir uns daraus unsere Hüte. Da ist natürlich auch immer abhängig, wie viele Hüte ihr machen möchtet, wie viel Marzipan ihr braucht. Ich habe jetzt hier, glaube ich, nur so 50 Gramm Marzipan oder sowas in etwa und kann mir daraus so ungefähr zwei Hüte formen.
wenn wir die Deko jetzt soweit fertig haben, dann müssen wir natürlich warten, bis die richtig hart geworden ist oder beziehungsweise bis eure Cupcakes dann abgekühlt sind und ihr das Frosting habt oder wie auch immer. Und dann werden wir das natürlich gleich noch alles zusammensetzen. Jetzt wollen wir unsere Cupcakes natürlich noch zusammensetzen. Dafür brauchen wir natürlich unsere Cupcakes, unser Frosting. Ich nehme mir mal gerne hier, ich habe so eine Spritzkanone, sage ich dazu immer, mit so einer Sternentülle. Ihr könnt dann natürlich auch einfach einen Spritzbeutel nehmen oder einen Gefrierbeutel oder diese Zipbeutel und das dann damit aufspritzen. Wer jetzt keine Tüllen hat, kann da auch einfach vorne ein Loch reinschneiden und dann einfach so eine Wurst, sage ich jetzt mal, drauf machen. Ich finde, das sieht immer aus wie so ein kleiner Kackhaufen dann. Aber das ist ja nicht so schlimm, da kommt ja auch noch die Deko oben drauf. Und wir wollen das natürlich dann auch noch so ein bisschen blutig machen. Aber erstmal fangen wir mit dem Frosting an. Ich fülle mir das hier in diese Spritzkanone rein. Ihr nehmt dann, wie gesagt, euren Spritzbeutel oder Gefrierbeutel oder was auch immer ihr zur Hand habt. Oder wenn ihr auch so ein Ding habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne sowas nehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, so eine Sternentülle genommen. Welche ihr da nehmt, das ist wirklich Jacke wie Hose. Da könnt ihr euch wirklich aussuchen, was ihr gerne möchtet. Ich fülle das jetzt auf jeden Fall voll und spritze dann schon mal das Frosting auf die Cupcakes drauf. Wenn ihr auf alle euren Cupcakes jetzt das Frosting drauf habt, dann holen wir natürlich unsere Deko aus dem Kühlschrank, denn die wollen wir jetzt natürlich da oben drauf setzen. Wenn wir hier jetzt unsere Deko haben, dann wollen wir die natürlich auf die Cupcakes setzen, beziehungsweise wir wollen ja auch noch hier die Patronenhülsen zusammenkleben. Dafür nehme ich mir dann immer eine Hälfte und ein bisschen was von den restlichen Candy Melts, die ich hier noch habe, und streiche mir das dann vorsichtig hier so auf die Rückseite drauf. Das ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen fester geworden, das ist aber gar nicht so schlimm, umso schneller trocknet das dann. Und dann klebe ich mir hier einfach einen zweiten Teil oben drauf. Und schon habt ihr komplette Patronenhülsen. Wenn wir die zusammengeklebt haben, dann wollen wir die natürlich erstmal noch in den Kühlschrank tun. Am besten auch mit den anderen Sachen zusammen, da das ja natürlich nicht auch zwischendurch aufweichen soll. Darum nehmt ihr am besten erst die Patronenhülsen raus, klebt die zusammen, tut sie erstmal wieder in den Kühlschrank und dann holt ihr alles zusammen raus. Und ich will ja jetzt auch die Cupcakes noch so ein bisschen blutig machen. Dafür habe ich mir hier Tiefkühl-Himbeeren, so ungefähr 50 Gramm sind das, da habe ich mir klein püriert und durch ein Sieb gedrückt, damit ich hier so ein richtig schönes Püree habe. Und das will ich hier auch noch so ein bisschen auf die Cupcakes drauf machen und danach erst die ganzen Teile da drauf platzieren. Um das Himbeerpüree hier auf den Cupcakes zu drapieren, nehme ich mir einfach einen Löffel und lasse das hier so ein bisschen drauf tropfen, dass das wirklich aussieht wie so Blutkleckse. Jetzt nehmen wir uns natürlich wieder unsere Deko, die wir noch mal kurz in den Kühlschrank getan haben, und drapieren die auf den Cupcakes oben drauf. Und dann nehmt ihr euch natürlich noch so ein bisschen Himbeerpüree, was ihr hier habt, und lasst das natürlich so ein bisschen auf das Gehirn drauf laufen. Könnt das auch so ein bisschen verstreichen. Und dann wären eure Walking Dead Cupcakes auch schon fertig. Ihr könnt natürlich auch anstatt dieses Himbeerpürees euch auch diese Erdbeersoßen, die man aufs Eis drauf macht, nehmen und die da drauf machen. Obwohl die, ich finde, die sind immer relativ hell. Das sieht immer mehr aus wie Blut, finde ich. Auch wenn da manchmal noch so kleine Kerne drin sind, aber das ist ja, da sieht man halt drüber weg. Ich hoffe, dass euch diese Cupcakes gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr sowas nachmacht. Wer jetzt kein Walking Dead Fan ist oder das überhaupt nicht kennt, der kann sowas natürlich auch gut machen zum nächsten Krimi-Abend, indem man dann einfach nur die Waffen und die Patronenhülsen macht. Oder für Halloween dann mit den Gehirnen. Oder ein Cowboy-Abend, indem man die Cowboy-Hüte draufsetzt und dann das Blut natürlich weglässt. Und dann anstatt der Pistolen vielleicht irgendwie eine Revolverform noch findet. Ich weiß nicht, so eine habe ich bisher noch nicht gefunden. Bisher habe ich nur diese gefunden. Aber vielleicht findet ihr ja irgendwer. Und wenn ja, dann schickt mir auf jeden Fall den Link davon. Wenn ihr sowas nachmacht, dann schickt ihr mir natürlich auch bitte Bilder, denn ich freue mich immer, das zu sehen, was ihr daraus macht. Und schreibt mir auch gerne Kommentare, ob euch das gefällt oder nicht. Oder wenn ihr irgendeine Idee habt zu irgendeiner Serie oder einem Film oder sonst irgendwas, was euch einfällt, dann schreibt mir das auch gerne und dann versuche ich das natürlich für euch nachzumachen. Und sagt dann einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.